bei diesem Training nach dem Wettersturz. Da wurde ihm bei diesem Spruce-Saddle-Sprung, einem 30-Meter-Flug, offenbar eine Böe zum Verhängnis und er wurde von ihr erfasst. Ja. Der Sturz schaut schrecklich aus und dieses Training, das beobachten, schauen Sie noch einmal in der Zeitlupe diesen Spruce-Saddle-Sprung an. Und dieser große Könner kann diesen Sprung nicht halten. Das, was er beim Training so tadellos gezeigt hat, geht mit diesen Windverhältnissen offenbar nicht mehr. Thank you.